Wohl kaum jemand ist in der Bundesliga so rumgekommen wie Peter Neururer. 16 Trainerstationen in ganz Deutschland. Der Mann ist erfahren, besonders im Abstiegskampf. Feuerwehrmann Neururer weiß, wovon er spricht, wenn er die Chancen der Abstiegskandidaten beleuchtet. Und hat überraschenderweise Hoffnung für Tabellenschlusslicht Stuttgart. VfB Stuttgart ist im Augenblick gerechterweise der Tabellenletzte dieser Bundesliga. Von daher sieht die Situation für den VfB am schlechtesten von allen Vereinen aus. Aber sie haben eben bedingt dadurch, dass ich noch viele direkt Konkurrenten zu bespielen habe, die Möglichkeit, mehr oder weniger aus eigener Kraft vielleicht da unten rauszukommen. Das ist ein Vorteil. Dass der VfB am erfahrenen Hugh Stevens festhält, für Neururer einzig richtig. Anders ist die Lage in Hamburg. Personelle Konstanz seit Jahren ein Fremdwort. Dort sitzt seit neuestem der Sportdirektor selbst auf der Bank. Ja gut, es wäre traurig um den HSV, es wäre traurig um den Dino der ersten Liga. Aber nochmal so ein Glück wie im letzten Jahr kann ich mir nicht vorstellen. Ich würde es mir wünschen für die Hamburger Fans, ich würde es mir wünschen für den großartigen Verein HSV. Aber ich würde mir auch wünschen, wenn sie dann irgendwann mal aus den ganzen Fehlern, die sie gemacht haben, auch lernen. Und ich kann nur die Daumen drücken oder würde die Daumen drücken und sagen, hoffentlich geht es dieses Jahr nochmal gut. Aber dann muss ganz schnell ein Umdenken kommen. Eine große Gefahr sieht Neururer auch bei Hannover 96. Bei seinem eigenen Ex-Verein macht er sich vor allem Sorgen um das Verhältnis zwischen Fans und Vorstand, appelliert an die Ultras, zur Mannschaft zu stehen. Wenn das nicht gegeben ist, wird es schwer. Wird es ganz, ganz schwer. Und dann könnte ein Verein, gerade deshalb, weil man bis vor kurzem noch daran geglaubt hat und darauf gehofft hat, dass man international dabei ist, könnte man abrutschen. Und dieses Abrutschen gibt dann irgendwo in einer bestimmten Situation kein Halt mehr, es gibt kein Aufhalten mehr und dann würde man abrutschen in die zweite Liga. Nichts zu verlieren hat für Neururer der SC Paderborn. Trotzdem hätte er sich manchmal ein bisschen mehr Ehrgeiz gewünscht. Man ist eben der große Abstiegskandidat Nummer 1 oder 2. Sich damit abzufinden ist eine andere Geschichte, aber es wäre keine Enttäuschung, wenn Paderborn absteigen würde. Ich persönlich, aufgrund der Verbindung, die ich habe zu den Menschen, die da in Paderborn das Sagen haben, die ich bewundere, mit der Art und Weise, wie sie mit der Situation umgehen. Hoffe, habe große Hoffnung oder hoffe, dass Paderborn die Klasse erhält, aber der Glaube, der ist nicht groß. Eine Ahnung hat Neururer auch, wen es außer Paderborn noch erwischen könnte. Ich glaube, aufgrund der Gesamtentwicklung, dass es diesmal einen der ganz, ganz großen schafft, packt, entweder den HSV oder den VfB Stuttgart. Chancen hat noch jeder. Jeder Verein, der da unten drin steht. Aber diese Vereine, die da jetzt unten drin stehen, die dürfen sich keine Fehler mehr erlauben.